Public Relations erfahren durch die zunehmende Nutzung von Internet und im Speziellen des Social Web eine grundlegende Wandlung. PR ohne digitale Strategie ist kaum noch vorstellbar. Wie ist der Status quo in der Kommunikationsbranche und welche Trends werden sich durchsetzen? Diese und weitere Fragen untersuchte marketagent.com im Rahmen der Umfragereihe PR Trendradar im Auftrag von APA.com. Die Ergebnisse dieses PR Trendradars wurden im Rahmen des Branchenfrühstücks APA.com Connect präsentiert. Lisa Patek ist Marketingmanager bei MarketAgent und zeichnet für sämtliche Marketing- und PR-Agenten des Digitalen Marktforschungsinstituts verantwortlich. Ja, wir wollten im Rahmen des aktuellen PR-Trendradars wissen, wo sind denn die großen Trends laut der österreichischen Kommunikations- und Marketing-Experten. Und da ist ganz klar auf Platz 1 die personalisierten Inhalte. Das heißt, es geht darum, wirklich diesen gesellschaftlichen Trend aufzugreifen der maximalen Individualisierung. Stichwort Segment of One. Also das sehen wir ganz klar auf Platz 1. An weiterer Stelle sind Live-Videos. Das heißt, Bewegtbild ist natürlich ganz, ganz groß. Natürlich auch unserer Lesefaulheit ein bisschen geschuldet, beziehungsweise dass Inhalte schnell erfasst werden. Und am Platz 3 natürlich die künstliche Intelligenz, an der auch momentan kein Weg vorbeiführt. Im Anschluss an die Präsentation des Trendradars diskutierten Expertinnen und Experten aus Unternehmenskommunikation und Agenturen über Digitalisierungsstrategien, über Kanäle und Plattformen und welche neuen Herausforderungen der Einsatz der digitalen Möglichkeiten mit sich bringt. Thomas Lutz ist Head of Communications bei Microsoft Österreich und steuert sowohl externe wie auch interne Kommunikationsagenten. Also ich denke, gerade bei Digital und Social ist es also besonders wichtig, dass man in Bildern denkt, also das Bewegtbild wird deutlich wichtiger als der reine Text, dass man in Emotionen denkt, dass man sozusagen eine Sprache verwendet, die auch Geschichten im Kopf bildet und die dann sozusagen bei der Zielgruppe sich also bestmöglich verankern kann. Darum geht es also vor allem im Digitalen, egal ob das jetzt eine Marketing- oder eine PR-Dimension hat. Susanne Grof-Korbel ist Managing Partner von Better Together und in den Bereichen strategische Kommunikation, Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung tätig. Ich denke, dass diese Frage, ob man alles machen soll und darf und kann, nur weil es möglich ist, dass man sich das immer mehr stellen muss. Wir sehen das heute, dass wir einfach ganz viele Möglichkeiten haben, neue Zielgruppen zu erschließen mit Themen, wo das früher nicht möglich war. Ich habe da als Beispiel in der Diskussion die Beauty-Industrie genannt, die sich jetzt vermehrt an Kinder richtet. Und natürlich erschließt das neue Zielgruppen, aber man muss sich immer die Frage stellen, wollen wir das als Gesellschaft auch so haben? Markus Setznagel ist Senior PR-Manager bei Austrian Airlines und Experte für die Entwicklung und Produktion von visueller Kommunikation. Durch die digitale PR gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten für Unternehmenskommunikation. Also es gibt viel mehr Kanäle, die man bespielen kann, soll und muss, wo man unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Das heißt, man muss auch die Unternehmenskommunikation ein bisschen anders aufstellen. Man muss diese klassische interne, externe Kommunikation, dieses Silo-Denken einfach abschalten und viel mehr zusammenarbeiten, wie zum Beispiel in einem Newsroom-Konzept. Das heißt, man schaut sich die Themen an, was möchte ich kommunizieren, und dann schaue ich, okay, wie bringe ich das zu meiner Zielgruppe, wie bringe ich das in Kanäle und muss dementsprechend auch die Themen anders aufbereiten. Einer der größten Trends in der digitalen PR ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das Podium diskutierte intensiv über die Chancen, aber auch die Risiken beim Einsatz künstlicher Intelligenz für die digitale Kommunikation. Julia Wippersberg ist Geschäftsführerin der APA OTS und habilitierte Kommunikationswissenschaftlerin. Vorige Woche launchte sie mit ihrem Team den PR-Desk, eine digitale Arbeitsplattform für Kommunikationsprofis. Also ich glaube, dass die künstliche Intelligenz überall dort eingesetzt werden wird, wo es Arbeit erleichtert, wo es Routinetätigkeiten abnimmt, wo Effizienzsteigerungen dadurch gewährleistet werden können. Was aber auch bedeutet, dass die Menschen, die vorher diese Tätigkeiten gemacht haben, jetzt endlich wieder inhaltlichere Dinge, kreative Dinge übernehmen können. Die Studie hat ja sehr schön gezeigt, in welchen Bereichen die PR-Expertinnen und Experten jetzt schon Einsatzmöglichkeiten für die KI in der PR sehen. Und es ist ganz deutlich in der Medienanalyse, Medienmonitoring, automatisierte Sentiment etc. Und das ist auch genau das, was wir ja machen. Wir versuchen in APA.com, in den beiden Unternehmen, überall dort künstliche Intelligenz einzusetzen, wo es einfach wirklich Sinn macht, Dinge beschleunigt und vielleicht irgendwann einmal sogar billiger macht. Klaus Candussi ist Lehrbeauftragter an der Uni Klagenfurt und hält Seminare zu den Themen Social Business und Social Impact. Er ist Mitbegründer der Firma Atempo,
Also wir sehen dramatische Veränderungen durch diese technischen Neuerungen. Und zwar ganz speziell in der differenzierten Zielgruppenansprache. Schon jetzt helfen uns digitale Medien, den Entscheidungsprozess, wer was versteht, wirklich zur Empfängerin und zum Empfänger verlagern. Die können sich aussuchen, auf welchem Sprachniveau sie Informationen bekommen. Und künftig wird die KI uns helfen, Texte schon für die Zielgruppe spezifisch zu generieren und damit total zu individualisieren. Durch die zunehmende Bedeutung von digitalen Medien im Vergleich zu den klassischen Medien wird Öffentlichkeitsarbeit also öffentlicher als je zuvor. Ein Umstand, der PR-Abteilungen und Agenturen vor neue Herausforderungen stellt, aber auch viele neue und spannende Möglichkeiten bietet.